Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde analogen Unterhaltung. Liebe Freunde der BerlinCon. Yes. Ja, es geht wirklich bald los. Übernächstes Wochenende. Ich krieg Schnappatmung, wenn du das sagst. Also 15. bis 17.07. Und das ist jetzt bald. Ja. Ist Berlin Brettspielcon 2022. Deswegen hier nochmal ein Update zu ein paar wichtigen Punkten. Zum einen, ganz wichtig, unser Hallenplan, den wir jetzt hier auch schon mal erstmal in der Übersicht und dann auch nochmal einzeln einblenden, ist endlich vollständig fertig. Ja, also viele haben schon danach gefragt. Ja, es hat alles ein bisschen kurzfristiger, es ist nur fertig geworden. Es liegt einfach daran, ja, wir hatten auch viele kurzfristige Anmeldungen. Aber ist ja auch schön, wir haben jetzt über 70 Aussteller und ja auch die Ausstellerliste eben jetzt final. Könnt ihr euch alles angucken auf der Homepage. Wir posten es natürlich auch nochmal so rum. Und auf der Veranstaltung könnt ihr euch wie immer natürlich dann ein kostenloses Programmheft am Eingang schnappen, wo dann nochmal alle Stände sind, sodass ihr hoffentlich euch nicht verirrt und alles findet. Ja, also wir sind da guter Dinge. Es ist, denke ich, zwar, auch wenn wir wieder deutlich größer geworden sind, mit über 10.000 Quadratmeter Indoor-Fläche, ist das Ganze doch mehr oder weniger so gestaltet, dass man sich eigentlich nicht verlaufen kann. Man geht vorne in den Hof rein am Samstag, denn wenn sozusagen Hauptveranstaltungstag ist, dann in die große Halle 3 rein. Dann geht man einfach nach hinten durch, kann dann auch nochmal bei der Radcon in Halle 2 vorbeischauen und kommt dann durch die Halle oder auch daneben in Halle 7. Gibt es noch weiter mit Ausstellern, dann natürlich große Spielefläche und. Und dann einfach noch weiter geradeaus, dann in Halle 8 zum Beispiel zum Flohmarkt oder weiter Spielefläche, Turniere und Events und noch einen weiteren Außenbereich. Und in den Außenbereichen gibt es dann jeweils Food und Getränke. Also es ist gar nicht so verzweigt. Ich denke, ihr könnt da alles schön in Ruhe euch angucken. Aber mit den Plänen seid ihr noch etwas besser ausgestattet auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr auf der Homepage zum Beispiel auch unter Besuchern, könnt ihr euch auch jetzt schon das Einzelprogramm angucken, zum Beispiel wer alles auf der Prototypengalerie ist, was für Community Playground Events stattfinden oder auch was für Turniere, für Spiele Events auf der BerlinCon stattfinden. Das könnt ihr euch natürlich da alles auch schon mal angucken, um, wenn ihr wollt, euren Besuch schon so ein bisschen vorzuplanen. Genau, du hast es angesprochen. Da vielleicht einen kleinen Hint von meiner Seite. Ich freue mich nämlich, denn dieses Jahr bin sogar ich auf der Prototypengalerie. Also ich nicht wirklich, weil ich ja auf der Veranstaltung bin, aber meine Frau ist nämlich am Sonntag da und ich weiß nicht. Ich bin in die Tiefen abgestürzt, ja, und könnt ihr mal reingucken, steht dann auch, müsste jetzt noch ein kleiner Infotext sein, würde ich mich natürlich freuen. Könnt ihr mit dabei sein, mein Spiel so in der Alpha-Version mit weiterzuentwickeln? Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall auch ein bisschen aufgeregt an der Stelle. Genau, aber alle weiteren Programmpunkte, wie du eben schon gesagt hast, sind da recht gut aufgelistet und das Ganze wird natürlich auch analog im Programmheft dann sein. Da gibt es wirklich viele Sachen, um vielleicht mal so ein bisschen zu teasern. Die Brettspielgarde, die werden auf dem Community Playground einen Rap machen. Also da ist jemand dann da, der mit euch so einen Rap einstudiert, wenn er darauf Bock hat, ne, dann könnte er also beim Brettspiel-Rap da zum Beispiel mitmachen oder sowas wie Dennis von Dice, der macht zum Beispiel Workshop, wenn er es schon mal so im Thema Figuren bemalen irgendwie, wenn er da so ein bisschen reinschnuppern wollte. Wir haben natürlich wieder coole Turniersachen, wir haben so Kennenlernrunden von Netrunner und Flesh and Blood, wo wirklich Community-begeisterte Leute euch die Sachen vorführen. Ich glaube, nichts ist besser als solche Sachen. Wir haben so Großspiel-Aktionen, so ein bisschen im Point-and-Click-Adventure, also Cantaloupe-mäßig. Da wird einiges in der Halle verteilt sein. Da kann man nämlich so durch die Gegend laufen und so ein bisschen rumrätseln. Bin ich auch sehr gespannt, weiß ich selber auch noch gar nicht, wie das so genau sich denn auflöst und. Also da auf jeden Fall mal auf der Webseite ein bisschen schnökern. Ja, weil ich mich gerade verschluckt habe, gutes Stichwort. Stichwort Hygienevorschriften. Ihr wisst ja, es gibt aktuell keine Vorschriften in Berlin. Deswegen wird es auf der Berlin Brettspielcon dieses Jahr auch keine Maskenpflicht geben. Was wir aber machen werden, ist, wir haben auf jeden Fall unsere Hygieneständer, die wir von letztem Jahr noch haben, wieder am Start, sodass ihr euch die Hände immer desinfizieren könnt, wie ihr das mögt. Selbstverständlich könnt ihr zum Eigenschutz Masken tragen. Und es gibt mehr Belüftung. Das haben die natürlich auch mitgelernt über die Zeit, sodass wir da hoffentlich dann alle
uns wohlfühlen. Genau. Das heißt also auch irgendwelche Extra-Kontrollen, sowas wie 2G, 3G, das keine Ahnung, nicht. 78G, sowas gibt es nicht. Aber das bringt uns zu dem Punkt Ticket. Wir haben ganz am Anfang ja so eine Personalisierung eingeführt. Auch die ist jetzt damit sozusagen hinfällig. Also für all diejenigen, die da vielleicht noch so ein paar Fragezeichen haben, es ist jetzt total egal, welcher Name da auf dem Ticket steht. Also wenn ihr vielleicht 3 Tickets gekauft habt, kann da 3-mal Anna Müller draufstehen. Wir kontrollieren sozusagen die Namen nicht an der Stelle. Wichtig ist halt, wenn ihr ein ermäßigtes Ticket gebucht habt, dann wäre es natürlich gut, dass ihr auch gleich beim Einlass, bei der ersten Einlasskontrolle neben eurem Ticket auch den Ermäßigungsnachweis dabei habt. Den werden wir dann natürlich überprüfen und dann wird euer Ticket ja in ein Armbändchen und oder Badge umgetauscht und dann ist sozusagen das Ticket hinfällig. Von daher müsst ihr das auch nicht unbedingt ausdrucken, um vielleicht ein bisschen Papier zu sparen, könnt ihr das Ganze gerne auch digital auf eurem Handy haben und dann scannen wir sozusagen den Barcode ab. Das ist dann das, was wir an der Stelle einfach nur benötigen. Es gibt keine Tageskasse in bar für diejenigen, die kurz entschlossen sind, sondern ihr könnt einfach online Tickets noch dazu kaufen oder halt generell kaufen, wenn ihr einfach noch spontan Lust habt, vielleicht weil ihr das jetzt seht oder über andere Freunde, Freundinnen darauf hingewiesen wurdet. Also einfach online über unsere Ticketseite Ticket buchen, Ticket dann quasi digital vorzeigen. Das sollte sicherlich kein Problem sein für euch. Und wir haben auch noch so ein bisschen neuen Merchandise für euch Auf am die Brust Start. Geguckt. Genau, wenn ich hier so ganz nah dran komme, vielleicht können wir das auch nochmal einblenden. Ja. Wir hatten schon immer vor, solche Pins anzubieten, bei denen, also die Idee dahinter ist, dass man sozusagen sich so ein kleines Art Andenken mitnimmt. Was 2019 gab es auch schon den ersten Pin. Was man sozusagen sich so, da gab es schon den ersten Pin, was man sich eben so sammeln kann. Jetzt kam dann so ein bisschen, ihr wisst schon, der Ausfall 2020 dazwischen und 2021 hatten wir einfach überhaupt kein Geld für irgendwas. Aber jetzt haben wir uns entschlossen, das tatsächlich zu machen und zwar, weil eben 2020 noch fehlt, oder 2021 bisher, der erste Bär, der fehlt euch sozusagen noch. 2020 gab es natürlich nicht, aber 2021 haben wir jetzt die Pins für letztes Jahr und dieses Jahr nochmal herstellen lassen und ihr könnt euch das dann am Berlin Merch Infostand in Halle 7 direkt bei der Spieleausleihe, könnt ihr euch diese Pins besorgen, unterstützt natürlich damit auch ein bisschen die Veranstaltung und habt dann wirklich eine schöne Erinnerung. Und auch ebenfalls neu, wir haben erstmals, die haben wir leider nicht hier, die sind noch im Lager, aber wir haben erstmals sehr schöne, große Brettspieltaschen mit BerlinCon, die wir euch anbieten können, sowohl am Flohmarkt als auch im BerlinCon Infostand. Ja, also wenn ihr euch da sozusagen die Staukapazitäten ausgehen, dann könnt ihr euch auch so eine Tasche besorgen und die sind auf jeden Fall sehr robust, also wiederverwertbar, das war uns natürlich auch ganz wichtig, wenn ihr vielleicht so Taschen von Feuerland oder auch von Schwerkraft kennt, so in die Qualitätsrichtung geht das Ganze. Nochmal ganz kurz rückwirkend zu den Pins hier, freue ich mich auch sehr, dass wir das wieder machen konnten, die sind letztendlich recht stark auch limitiert, also da wir jetzt ja schon sehen, wie viele Besucher wir auf jeden Fall kriegen werden, weil wir jetzt schon den Ticketvorverkauf haben, wir haben nämlich nur jeweils 500 Stück produzieren können, auch so ein bisschen als Kostengrund und natürlich so ein bisschen aus Sammelgründen. Also wer da Bock hat, vielleicht nicht erst am Sonntag kurz vor 18 Uhr vorbeikommen. Vorbeikommen am Merch-Stand, BerlinCon-Stand ist insofern vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant, da wir dieses Jahr dort auch wieder eine Gepäckabgabe installiert haben. Also der Stand ist quasi mit dem Spieleverleih und Hunter & Friends, das ist so ein großer Bereich. Dort in diesem Bereich gibt es also eine Gepäckabgabe, wirklich also nur für große Taschen und Rucksäcke und sowas, also jetzt nicht für eure Jacke, wirklich nur für Gepäckstücke. Also falls ihr da irgendwie voll beladen ankommt oder zwischendurch seid, dann habt ihr da die Möglichkeit, dort große Gepäckstücke abzugeben. Und noch ein Hinweis für alle Badge-Besitzer, die also schon am Freitagabend bei der Game Night dabei sind. Natürlich könnt ihr euren Merch, den ihr mit eurem Ticket zusammen vielleicht gekauft habt, also Rucksack und so weiter, den könnt ihr natürlich auch am Freitagabend schon abholen, weil dann eben direkt da der Infostand neben der Spieleausleihe auch schon geöffnet hat, dann habt ihr das schon mal und müsst es dann nicht erst am Samstag euch erst holen. Und hier auch nochmal die Erwähnung,
für diejenigen, die auf der Game Night sind, Freitagabends auch schon, die haben natürlich auch nochmal die Möglichkeit, der Flohmarkt hat ja da auch nochmal ein extra Zeitfenster möglich gemacht, um Spiele abzugeben. Ja. Könnt ihr auch nochmal auf der Webseite gucken unter How To, da stehen die Sachen auch nochmal drauf. Und ansonsten, weil wir gerade bei Flohmarkt ja auch noch waren, bis zum 10.7. ist ja noch Möglichkeit anzumelden. Ne? Das ist ja ganz wichtig, ihr müsst die Sachen vorher anmelden, kriegt ihr da Labels zugeschickt und dann können die gelabelten Spiele entweder Freitag tagsüber oder ein bisschen auf der Game Night oder natürlich dann Samstag für. Ich würde nicht empfehlen, Sonntag erst abzugeben. Wäre auch möglich, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Aber ja, dann könnt ihr die dann natürlich abgeben. Und ja, wir schauen mal, was sich da alles so schön sammelt. Ein bisschen Potenzial haben die Jungs und Mädels zum Flohmarkt noch, haben sie gesagt. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, immer fleißig anmelden. Ja, und das war unser Update. Ein bisschen länger ist es, aber jetzt purzeln natürlich die Infos. Wir freuen uns wirklich riesig auf das Event. Ist für uns nochmal ein großer Schritt raus in die Normalität sozusagen. Ja, wir hoffen natürlich, dass es grandios wird, ihr ganz, ganz viel Spaß habt. Und ja, wenn es Fragen vor Ort gibt, natürlich einfach ein Teammitglied ansprechen, die Security ansprechen oder einfach zum Berlin Infostand kommen, dann sollten wir eigentlich alles geregelt kriegen. War die letzten Male eigentlich auch immer gut möglich. Die Community hilft sich ja auch immer gegenseitig und viele, viele von euch waren ja schon ganz oft auf der BerlinCon und wissen, wie es läuft. Und das sollte uns doch allen helfen. Ja, in dem Sinne, bis bald und viel Spaß bis dann. Ciao. Ciao.